Es hat mich schon das erste Mal inspiriert, dass es sich hier um Tiere handelt und dass das nichts Abstraktes ist, sondern dass das eine ganz lebendige Geschichte ist, die dynamisch sehr gut immer wieder weiterentwickelt wurde und schön entsteht und Höhepunkte hat und man immer wieder gespannt ist, wie es weitergeht und am Ende, wie es überhaupt endet. Mit den Ansprüchen, den die zwei Genkarpfen eigentlich haben, am Leben zu bleiben und wie die Autorin das auch löst. Und bei einer Lesung in Meißen, der Albrechtsbuch, war ja dann das Kinderpublikum auch entsprechend neugierig mit den Fragen, wie geht's denn dann weiter? Und das war eigentlich schon so was Positives, dass das eine gute Geschichte sein muss. Das finde ich am coolsten. Vor allen Dingen, hey, Buster! Dort schwimmen unser Leckerbissen. Ich habe einfach losgezeichnet und bin erst einmal über mehr oder weniger fast skurrile Fische zu dieser lieblichen Figur gekommen. Weil ich ja merkte, das sind ja liebe Wesen. Und das muss ja alles viel weicher sein. Ich habe eine alte Zeichnung gefunden, wo der Karpfenkurt ein ziemlich stachlicher Kerl ist. Und dann habe ich immer mehr gemerkt, auch die Augen müssen ein bisschen größer werden. Das Augen sprechen immer bei Tieren. Das hat ja Disney auch vorgemacht. Immer wieder große Augen. Und das habe ich dann bei Karpfen kurz und bei der Karle gemacht. Und schon wurden die lieblicher. So eine Figurenentwicklung ist immer ein Prozess über viele Stationen. Mir hat Spaß gemacht, aus der Geschichte und aus jedem Kapitel eine Szene rauszusuchen, die einfach typisch ist für dieses Kapitel, die Geschichte weiterbringt und wo ich Bilder gesehen habe. Und die Bilder dann erst als Skizzen oder dann auf Pergamentpapier erst zu entwerfen und dann auf richtigen Karton zu bringen und das farbig umzusetzen, das war dann der Hauptspaß. Und das ging dann über mehrere Wochen. Ich habe mit meiner Frau gesprochen und sagte, ich habe ja 4 Wochen nur Karpfenbilder gezeichnet. Und da sagte sie mir, das war fast der ganze Sommer und nicht bloß 4 Wochen. Da war ich sehr erstaunt, wie doch kurzlebig mein Sommer gewesen ist und warum mich mein Nachbar gefragt hat, geht's Ihnen gut? Ich habe Sie ja sehr lange nie gesehen. Da war meine Antwort, ich habe wochenlang an Illustrationen gesessen für ein Buch meiner Tochter.